Heute testen wir mal Kleinwagen. Oh, Kleinwagen werden vielleicht viele Leute sagen, nee, ist überhaupt nicht langweilig. Kleinwagen ist für mich die hohe Kunst des Automobilbaus. Da steckt nämlich eine ganze Menge drin. Das Auto muss kompakt sein. Trotzdem sollten dort, naja, vier Personen einigermaßen bequem drin sitzen können. Das Auto muss sich über eine ganze Weile am Markt behaupten können. Man kann ja nicht alle 4, 5 Jahre neue Entwicklung ankurbeln. Und am Schluss muss ja auch noch was übrig bleiben für den Hersteller, zumindest 1 Euro, sonst kann er sich die Mühe auch sparen. Also, das sind jede Menge Herausforderungen, die in so einem Kleinwagen drinstecken. Das ist der neue Toyota Aygo, zweite Generation. Der kostet im Basispreis unter 10.000 Euro und wir haben uns angeschaut, was steckt da drin. Also beim Blick in den Innenraum, da kann ich auch gleich mal das Team vorstellen. Wir haben nämlich hier Katharina, die sitzt hinten, daneben sitzt Sebastian und hier vorne neben mir sitzt Philipp. Philipp ist übrigens 1,97 groß und er sitzt hier nach eigenem Bekunden ganz gut. Ich habe übrigens meinen Sitz auch nicht jetzt weiter nach vorne geschoben, damit die da hinten mehr Platz haben. Nein, ich sitze hier ganz normal und trotzdem sagen sowohl Katharina als auch Sebastian, dass sie da ganz normal sitzen können, dass sie Platz haben, dass es nicht übermäßig beengt ist. Und diese Anforderungen an einen Kleinwagen, dass er 4 Personen einigermaßen bequem von A nach B bringt, die erfüllt der Toyota Aygo ganz deutlich. Ja, worauf muss man eigentlich verzichten? Man sieht hier noch an den Tropfen, wir sind gerade durch einen Platzregen gefahren und gehört haben wir, dass es innen ziemlich laut war. Ich habe jetzt eine Hand draußen und eine Hand drin und man spürt, dass es kaum ein Zentimeter an Isolierung, an Dämmung ist hier. Und das sind eben die Punkte, auf die muss man dann eben verzichten, auf ein bisschen Schalldämmung, auf ein bisschen Wärmeisolierung. Und deswegen war es auch so laut. Aber es spart natürlich auch Gewicht, ist natürlich auch positiv. Ja, woran man eben gut auch sehen kann, dass bei so einem Auto für 10.000 Euro nicht alles drin ist, was man sich so wünschen kann. Das sieht man beispielsweise hier an den Türen. Das sieht man innen nacktes Blech und auch relativ billiges, einfaches Plastik. Hier in der Tür hinten hat man nur ein Ausstellfenster. Das heißt, man muss auf Kurbelfenster verzichten für 10.000 Euro beim Toyota Aygo. Und wenn wir zum Kofferraum gehen, dann sieht man, dass man bei einem Auto mit 3,46 Meter Außenlänge nicht mehr so wahnsinnig viel erwarten kann. Da gehen 168 Liter Kofferraumvolumen rein. Da gehen jetzt grob gesagt mal 2 Wasserkisten und 2 Baguette rein und das war's dann. Wenn man mehr Platz braucht, muss man natürlich die Rücksitzbank umklappen. Da müssen dann 2 Leute zu Hause bleiben. Wer sich für einen Toyota Aygo interessiert, der hat bei der Motorisierung keine große Auswahl. Es gibt genau einen Motor, einen 1,0 Liter Dreizylinder Benziner mit 69 PS. Das war's. Der verbraucht nach der Norm 4,2 Liter auf 100 Kilometer. Das ist natürlich ein super Wert. Es gibt so auch noch eine Supersparversion, eine Eco-Version mit Start-Stopp-Automatik und einem länger übersetzten Getriebe. Der braucht dann sogar nur 3,8 Liter nach der Norm. Ich komme mit diesem Auto super zurecht. Natürlich ist er für den Stadtverkehr gedacht und man kann nicht erwarten, dass man damit Rennen fahren kann auf der Autobahn. Das ist absolut ausreichend, diese Motorisierung, selbst wenn wir zu viert hier an Bord sitzen gerade. Und ich finde auch, dass der Komfort, Fahrkomfort, das Geräuschniveau, mal abgesehen von der Isolierung vom Dach, auch absolut in Ordnung ist. Das Auto ist schön handlich und einparken werden wir gleich auch nochmal. Dann werden wir sehen, ob das gut funktioniert. Das ist natürlich einer der größten Vorteile bei so einem Auto, das keine 3,50 Meter lang ist. Ich kann in jede Parklücke damit rein, auch in so eine kurze wie diese hier. Dann habe ich bei diesem Auto noch den Luxus einer Rückfahrkamera, doch die brauche ich nicht wirklich, denn ich kann die Heckscheibe sehen und da, wo die Heckscheibe ist, ist das Auto im Grunde auch zu Ende. Das ist also zum Einparken sehr hilfreich. Der Toyota Aygo ist ein sehr ausgereifter, ich möchte fast sagen ausgewachsener Kleinwagen. Wir haben gesehen, 4 Leute haben bequem Platz, trotzdem ist er so kurz
dass er in jede Parklücke passt. Man kann damit mal schnell in sein neues Lieblingscafé nach Ottensen fahren. Es ist kein Luxusauto, aber das kann man für einen Preis von 10.000 Euro auch nicht erwarten. Ich kann mit den kleinen Schwächen des Toyota Aygo ziemlich gut leben. Thank you.